Das ist Robokino und heute gibt's mal keine Film- und keine Serienkritik. Wer mir oder wer Robokun TV auf Instagram folgt, der hat bestimmt folgendes Bild schon entdeckt. Ja, das bin ich als El Presidente. Diesen Typ mir, oh, den sieht man, glaube ich, jetzt ganz schlecht in seiner Verpackung drin. El Presidente, die Hauptfigur aus der Tropico-Reihe, gepublished von Calypso Media. Und ich sollte zuletzt ein Video machen über ja, die Tropico-Reihe in Kurzform. 2 Minuten 30 soll das Ding gehen und das halt wie gesagt über die ganze Tropico-Reihe. Was macht man da? Man braucht auf jeden Fall ein amtliches Konzept. Meine Idee war da, El Presidente persönlich vor die Kamera zu setzen und der sollte halt einfach mal zusammenfassen, wie seine politische Laufbahn so bisher war, ja, und das halt einfach in mit Spielszenen und ja, einfach kurzen, wichtigen Informationen verpackt. Jetzt ist es halt so, dass ich kein altes, düsteres, verrauchtes Fernsehstudio habe und vor allem hatte ich auch wenig Zeit. Ja, also montags abends wurde gesagt, los geht's. Donnerstag sollte das abgegeben werden. Was macht man da? Da liegt zum Beispiel Greenscreen, liegt da nahe, ja. Und viele junge Filmemacher denken dran, oder nicht nur junge Filmemacher, auch viele Redakteure, die jetzt mit dem Medium, mit dem Film und sowas gar nicht so viel am Hut haben. Die lassen das ja immer machen, aber die haben Ideen, auch wirklich kreative Ideen, nur meistens sind die dann doch ein bisschen zu groß. Jetzt ist das vielleicht wirklich was für euch, dieses Video mal zu sehen, worauf es ankommt, wenn man tatsächlich auf Greenscreen zurückgreifen will. Das hier ist jetzt natürlich kein Star Wars oder kein Matrix oder sonst was. Das ist einfach nur eine Person vor der Greenscreen, aber es kann halt auch recht schön aussehen, ja. Folgende Schritte muss man beachten. Man braucht, wie gesagt, dieses Konzept. Das Konzept stand, El Presidente muss in einem TV-Studio sitzen, am besten sehr düster, atmosphärisch. Was macht man dann? Man schreibt natürlich einen Text, was der El Presidente sagen soll, das ist ganz klar. Aber dann geht man nicht gleich ins Greenscreen-Studio und dreht. Denn das ist so die Gefahr, die dann entsteht, dass man sagt, ja, wir drehen den, dann haben wir ja für grün und dann können wir machen, was wir wollen. We'll fix it in the post. Das ist der schlimmste Spruch, den es überhaupt gibt. Bereitet euch vor auf eure Sachen, egal wie klein sie zu scheinen mögen. Bereitet euch darauf vor, dann habt ihr eine Nachbearbeitung, wirklich richtig viel Spaß, Freude und keinen Stress, denn dann ist nämlich der Dreh ja schon gelaufen. Ja? Dann werden Reshoots, gerade wenn die Zeit so knapp ist, werden schwierig. Also ihr braucht ein Konzept, das ist der Text und ihr braucht das Hintergrundbild oder das Hintergrundvideo. Das habe ich gefunden, das hier, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. War das Beste, was ich in der kurzen Zeit auch kriegen konnte, aber es hat mir wirklich getaugt. Da ist ein bisschen was Rauchiges im Hintergrund und 2 fette Scheinwerfer. Und genau mit denen kann man nämlich arbeiten. Ihr müsst dann nämlich die Greenscreen beleuchten. Was hatte ich denn am Start? Ich hatte hier diese Dinger. Die sehen halt schon sehr mächtig aus. Die sind auch gar nicht so günstig, obwohl vom Preis sehr fair. Das sind LED-Scheinwerfer und die gehen richtig vorwärts. Vielleicht haben manche von euch schon von den Apertures gehört. Die haben auch solche LED-Scheinwerfer und die gingen halt richtig steil in der Filmerwelt. Die kosten aber mehr. Und ganz im Ernst, diese Godox VL-Serie finde ich persönlich besser, denn die haben wirklich eine gleichmäßige Lichtsteigerung. Also wenn ihr da auf 100% dreht, habt ihr natürlich halt die 100%, die volle Leistung. Aber wenn ihr 50% dreht, habt ihr tatsächlich 50% Leistung. Und das ist bei ganz vielen anderen Lichtern, auch bei vielen Aperture-Lichtern. Ich glaube, die haben mittlerweile auch neue, die das dann halt auch korrekt darstellen. Aber ganz oft ist es so, dass das eher so eine Steigungskurve ist, anstatt halt wirklich eine Steigungsgerade, wie es halt sein soll. Also das sind
50% Licht nicht gleich 50% von den 100% Leistung bei diesen Godox VL. Da ist es so, die sind richtig wertig. Tolle Dinge, ich habe davor einen Light Dome, der ist von Neewer, denn die ganzen Light Domes, die kosten auch richtig Geld. Die von Neewer, die waren richtig bezahlbar, die waren richtig gut. Davon hatte ich zwei im Studio. Da dürft ihr euch jetzt nicht davon abschrecken lassen. Es gibt andere Wege, Dinge zu beleuchten. Aber das hatte ich halt eben zur Verfügung. So sieht's aus. Die Sache, die ich brauchte, also was ich benutze, war das Raumlicht. Das kann man hier auch ein bisschen im Hintergrund sehen. Das ist ein Deckenlicht, was halt schon diffus abgedeckt ist. Also wenn man sowas hat, das ist schon mal Gold wert. Das haben auch wirklich richtig fette Fernsehstudios schon mal als Basis. Licht auch. Das hilft schon mal, aber das reicht natürlich noch nicht aus. Ich habe eine von diesen Godox halt erstmal von hinten drauf gestrahlt mit 100%, um einfach so eine Grundhelligkeit entstehen zu lassen, dass die Greenscreen mal voll ausgefüllt ist. Dann habe ich mich da mal hingesetzt auf meinen Platz, gemerkt, da ist noch ein bisschen was an Schatten. Also habe ich die zweite Godox genommen und habe da ein bisschen gegen den Schatten gekämpft quasi. Und jetzt kommt aber halt der Punkt. Wir haben dieses Bild von dem Fernsehstudio und da sind diese beiden Lampen. Die müssten ja eigentlich auch einen Effekt, einen Lichteffekt auf den El Presidente erzeugen. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, das könnt ihr jetzt schon am Set machen und dann ist fertig. Und dann setzt ihr es ein und es sieht einfach gut aus. Dazu kommen wir gleich. Genau, das ist nämlich halt dieses motivierte Licht. Da habe ich schon mal in irgendeiner Kritikfolge drüber gesprochen. Und das haben wir nämlich auch hier. Wir haben hier vorne haben wir meine Laterne und ich bin hier warm beleuchtet. Ja, also das wirkt eigentlich, als ob dieses Licht von der Laterne kommen würde. Und Licht bei Film und so Sachen ist am besten, wenn man es erklären kann. Ja, aber tatsächlich kommt das Licht gar nicht von dieser Laterne. Die ist viel zu schwach. Ja, also wenn ich zum Beispiel jetzt die Laterne zumache, bin ich immer noch orange, ja? Aber wenn die Laterne eben hier orange leuchtet, dann habt ihr auch wenigstens einen Bezug dazu, warum ich hier auf der Seite einfach wärmer beleuchtet bin. Ich hatte diese Teile hier, das sind LED-Panels von Neewer. Die sind eigentlich gar nicht so teuer, also die dürften wirklich nicht teuer sein. Preis habe ich jetzt gerade keinen auf Lager, aber den kann sich auch jeder junge Filmer leisten, die auf dem Stativ auf 3200 Kelvin eingestellt, also sehr, sehr warm. Es ist das Wärmste, was die halt ausspucken. Und dann habe ich jeweils auch eine hier hingestellt und eine hierhin. Und so habe ich dann halt als El Presidente dieses warme Licht abbekommen. Gedreht wurde übrigens mit der Blackmagic Pocket 6K Kamera. Ich denke, ja, der hier eine 6K. Aber ich habe das Ganze in Full HD ganz normal gedreht mit dieser Kamera. Das geht auch mit anderen. Natürlich, das ist ein Job. Da sollte man halt mit dem bestmöglichen Material drehen. Aber hier mit meiner GH2, mit der ich hier diese Robokino-Sachen drehe, da bekommt man das eigentlich, würde man das auch irgendwie hinbekommen. Gut, was ich noch zu den Godox VL sagen wollte, hier, die haben so eine, dieses Modul dran, da hat jemand mitgedacht, da ist oben so ein Plastikhaken, Plastikdraht dran, wo man das perfekt an das Stativ mit dranhängen kann. Auf der Rückseite sind auch noch zwei Anschlüsse für V-Mount-Akkus, also für diese fetten Backstein-Akkus. Da kann man nämlich diese Godox auch mit ins Feld, mit in den Wald nehmen, ohne Generator und sowas. Also wirklich richtig, richtig tolle Teile. Die hätte ich auch sehr, sehr gerne für zu Hause. So, dann wird der Paddy in Schale geworfen, die El Presidente-Klamotte an und dann wird gedreht. Und dann muss es nur noch in die Postproduktion. Und da kommen wir jetzt dazu. Und da sind wir auch schon in Adobe Premiere Pro. Das ist nicht die CC-Version, sondern das ist die CS6. Und die ist auch immer noch richtig gut. Die benutze ich zu Hause immer noch sehr gerne, denn keine monatlichen Kosten. Die hat man einmal bezahlt und gut ist. Ihr bekommt die auch heutzutage super günstig in so einer Production Suite mit After Effects und Photoshop und sowas. Also das geht auch vollkommen klar und ihr müsst monatlich
nichts bezahlen. Als Alternative ist natürlich auch DaVinci Resolve super gut. Gibt es als kostenlose Version und habt ihr auch haufenweise Möglichkeiten. Ich habe das Ganze hier auf Englisch installiert, denn die meisten super Tutorials sind halt einfach auf Englisch und die sind dann auch wesentlich besser nachvollziehbar. Gut, und dann haben wir ihn hier, unseren El Presidente. Persönlich hier vor der grünen Wand. Und ihr braucht nicht mal in After Effects zu gehen. Manche Sachen kann man hier halt auch schon mal easy keyen. Wie ihr hier auf der Seite seht, da ist noch ein bisschen Schatten. Hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte man da auch nochmal dagegen kämpfen können. Aber ich glaube, das bekommt die Software irgendwie hin. So, was brauchen wir dann dazu? Also wir müssen auf Effekte gehen. Also auch wenn ihr jetzt die CC-Version zu Hause habt, ist es genauso. Dieses Ding heißt Ultra Key. Heißt in Deutsch genauso wie hier. Da ist ja der Ultra Key. Den zieht ihr dann einfach hier in die Timeline auf euren Greenscreen-Bereich. Hier auf meinen El Presidente. Gehen wir in die Effekt-Controls. Und dann haben wir hier auch schon den Ultra Key. Jetzt müssen wir dem nur noch sagen, was er denn auskeyen soll hier. Schwarz? Nö. Wir brauchen grün. Und dann tippen wir nicht irgendwo hier drauf, denn das ist so ein Bereich, den könnte man auch zur Not ausschneiden, noch mit einer Maske. Aber wir gehen hier eher so an diese Ecke. Das ist halt der dunkle Bereich, den möchten wir gerne weghaben. Oder wir können noch hier in die Ecke gehen. Am besten dicht an den Charakter dran. So, und jetzt haben wir, jetzt ist da doch schon mal was passiert, ne? Mit dem Charakter. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch ein bisschen glatt bügen hier. Pedestal, also Sockel übersetzt, heißt das. Das können wir jetzt mal hochdrehen bei den Highlights, damit wir hier oben in der rechten Ecke das wegkriegen. Gehen wir mal. Acht, ja, und jetzt sieht das doch schon mal ganz, ganz nett aus. Jetzt kann es manchmal sein, dass dunklere Bereiche nicht sauber gekeyt werden. Deswegen werden wir hier mit den Schatten noch ein bisschen Gas geben auf 80, nur zur Sicherheit. Und dann schaut euch das an. Das sieht doch wirklich schon mal richtig gut aus. Was ich noch gemacht habe, ich bin jetzt gerade mal auf Old TV Studio, das ist ja mein Hintergrund. Ich habe da einen Camera Blur Effekt eingesetzt und das ein bisschen größer gemacht, auf 115 skaliert, aber das ist noch so ein Camera Blur dahinter. Ich wollte aber halt einfach, dass der El Presidente doch sich deutlicher abhebt von dem Hintergrund. Und deshalb so ein leichter Blur, 3% habe ich gegeben. Das war für mich eigentlich ideal. Jetzt gehen wir nochmal zurück auf unseren Ultra Key. Können wir nochmal ein Cleanup machen, Choke. Das bedeutet, dass halt einfach, ich zieh's mal hoch, also gib da mal Gas. Dann seht ihr, da werden Dinge kleiner, also abgeschnitten. Das ist natürlich nix, aber da kann man manchmal irgendwelche grünen Ränder nochmal beseitigen. Wir machen mal eins, soften, da kann man die Ränder glätten. Gehen wir mal auf 3, ich zeige euch mal, was passiert, wenn man das übertreibt, dann verschwindet hier auf dieser Seite, schaut mal, verschwindet dieser Bändel. Das sieht aber meistens unschön aus, ich glaube 3 ist ganz gut, dann blendet das auch ganz gut über. Ihr könnt, wenn ihr einen Grünstich irgendwo habt, könnt ihr auch noch bei Spill Suppression, das bedeutet das halt einfach, dass ihr den Grünstich ein bisschen, dass ihr den wegbekommt, brauchen wir in diesem Falle nicht. Ja, und das war's eigentlich schon. So sieht der El Presidente aus. Ne? Da bewegt er sich, alles vernünftig. Was natürlich auch wichtig ist, dass ihr eure Kamera richtig einstellt. Wenn ihr einen Shutterwinkel habt in der Kamera, sollte der so auf 90 Grad stehen. Das ist immer ganz gut. Das hat was mit der Bewegungsschärfe zu tun, denn man will wenig Bewegungsschärfe bei der Greenscreen haben. Dann hat man es wesentlich leichter beim Keyen. Ja, und das ist das, was wir gerade eben gemacht haben. Und so
Achtung, jetzt, so sieht das fertige Produkt aus. Ja, also hier war noch eine Taufe. Ne? Und? Hä? Wir haben hier gerade innerhalb kürzester Zeit haben wir dieses Ding fertiggestellt. Ja, und das war's dann schon. Und es sieht amtlich aus und es war einfach die Postproduktion. Das war ein minimaler Aufwand. Es hat Spaß gemacht. Man kam in keine Troubles, sondern man hat vorher nachgedacht, hat das Licht richtig gesetzt und das war's dann. Die Blackmagic wurde auch nicht mit einem Log gedreht, sondern ganz normal im Videomodus. Denn wie gesagt, es muss schnell gehen und Log, das benutzt man doch meistens, wenn man sich die Zeit lassen kann, für ein vernünftiges Color Grading. Das war hier nicht möglich. Hier am schnellsten drehen und reinhauen und weiter. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das hat euch vielleicht geholfen, vielleicht auch inspiriert, vielleicht sagt ihr, ja, das kriege ich auch hin und da habe ich auch so ein paar gute Ideen, die ich umsetzen möchte. Es geht halt einfach mal, probiert es aus, macht ein kleines Greenscreen-Projekt. Das nächste Mal gibt es noch eins und während sich das mehr auf einen Beitrag konzentriert, so einen typischen TV-Beitrag oder Sketch oder sonst was, wird sich das nächste Mal wirklich aufs Filmemachen konzentrieren. Und ich sag nur, Fargo Staffel 1, da gibt es eine Schießerei in einem Schneesturm und die werden wir dann mal nachbauen. Da werdet ihr sehen, so eine Schießerei im Schneesturm, die kann ich ja auch zu Hause drehen. Also, dann freut es mich, dass ihr dabei wart. Lasst ein Like da, ein Abo wäre super. Wir treffen uns in den Kommentaren, da können wir noch ein bisschen quatschen. Vielleicht habt ihr noch ein paar geile Vorschläge oder vielleicht auch Fragen. Die beantworte ich euch gerne. Und vielleicht, wenn viele Fragen zusammenkommen, mache ich da nochmal ein extra Video darüber. Und da kann man so gewisse Sachen klären, was ich so für Kameras benutze, wie ich sie benutze und so weiter. Und vielleicht seid ihr auch mal interessiert, hier, ich bekomme öfter mal ganz nette Kommentare, wie schön mein Set hier aussieht. Das freut mich natürlich sehr, ist auch mit Liebe gemacht und dann kann ich vielleicht auch mal eine Robokino-Folge machen, wie hier so eine Folge Robokino entsteht. Und ich würde sagen, da geht eine Menge an Magie verloren, wenn ihr seht, wie es hier wirklich aussieht. Also wie gesagt, lasst ein Like, ein Abo da, wäre super, würde mich freuen. Bis bald. Ciao.